guten Morgen, ihr Lieben. Heute Morgen mal vom Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit. Ja, es ist trocken, glücklicherweise, weil ich natürlich jetzt in der Hektik wieder vergessen habe, meine Mütze. Jetzt kriege ich kalte Ohren, aber auch egal. Ja, noch ungefähr 140 Tage, so die Ecke, grob, netto. Dann ist der monatliche Fitnesssport auch wieder zu Ende. Ja, haben wir 45 Jahre gebrasselt. Ja, 44. Bin ja noch ein Jahr in der Altersteilzeit. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir ein bisschen durch die Gegend fahren und uns mal ein bisschen Ruhe gönnen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon jetzt wieder froh, dass wir jetzt gebucht haben und mal so einen Tapetenwechsel haben, dass wir mal rauskommen wieder aus dieser Monotonie. Ja, wir machen ja so eigentlich auch nichts. Wir sind den ersten Tag auf der Arbeit, wie viele tausend andere Menschen noch. Wissen und abends mit der Freizeit nicht ja, viel anzufangen. Also wir sind in keine Vereine oder irgendwie sowas, wo man sich mit beschäftigt. Ja, vielleicht ist das auch ein Fehler, wenn man so die Freizeitgestaltung nicht so richtig im Griff hat. Na gut, aber jetzt in dem Alter, wo fängst du dann noch mit an, ne? Ich meine, viele gehen auch zum Sport noch, für die Knochen beweglich zu halten, aber das ist nicht so mein Ding. Da fahre ich lieber so ein bisschen Fahrrad morgens zur Arbeit oder wenn über Tag so ein bisschen Zeit ist, am Wochenende mal eine Runde drehen. Ja, hallo ihr Lieben nochmal. Ja, jetzt habe ich Mittagpause und habe dann zwischendurch mal geguckt hier mit dem, was ich heute Morgen aufgenommen habe. Leider hat das da irgendwie nicht so richtig funktioniert. Das hat zwischendurch hat das abgebrochen und ich habe dann praktisch erzählt, ohne dass es aufnimmt. Ja, was da noch fehlt, ist eigentlich, ich hatte danach auch noch gesagt, dass ich momentan so ein bisschen die Route am Zusammenstellen bin, was wir uns angucken wollen und was wir dann da unten noch in Erfahrung bringen wollen. Selbstverständlich werden wir hier und da auch mal gucken, ob wir irgendwelche Preise einfangen können, dann wir mal sehen, was das so alles gegenüber von hier, von Deutschland her kostet. Ich meine, es ist Europa. Wir wissen alle, dass das alles ziemlich angeglichen ist, alles. Aber gut, also im Internet habe ich auch nicht irgendwas rausfinden können. Und das wollen wir dann auch mal gucken. Ja, und dann habe ich heute Morgen noch, bevor ich angefangen habe zu arbeiten, nochmal bei Facebook rumgezappt, mal durchgeguckt. Und es gibt ja Klamotten, wo sich die Leute drüber aufhalten. Das ist ja echt Wahnsinn mittlerweile. Ne? Da war ein Bericht über ein Bäcker, der jetzt nur noch dreimal die Woche aufmacht, weil er halt kein Personal mehr hat, um alles das zu machen, was halt so beim Bäcker gibt, zeitlich gesehen, weil er keine Leute mehr bekommt, die gewillt sind, im Schichtdienst zu arbeiten. Was ja eigentlich beim Bäcker eigentlich normal ist. Ich kenne nicht anders, weil ich habe selber früher mal da reinschnuppern können. Die ganze Materie für den Bäcker, ich meine, gut, das ist über 40 Jahre her, aber ne, 40 Jahre nicht, doch, um die 40 Jahre. Und das ist ein Beruf, da ist das ja nicht machbar ohne Schichtdienst, weil es müssen gewisse Abläufe müssen eingehalten werden und das kannst du nicht in einem 8-Stunden-Tag, das funktioniert gar nicht. Und dann hat da wohl einer geschrieben, ja, müsste abgeschafft werden, Schichtdienst, ist gesundheitlich
schädlich für den Körper und für die Psyche. Und es gibt Berufe, was sollen Ärzte machen? Was sollen Pflegepersonal machen? Was sollen Polizisten, Feuerwehrleute, was sollen die machen? Arbeiten die dann nur noch von 8 bis um 16 Uhr und was danach ist, dann lassen brennen? Oder? Also, ich kann das nicht nachvollziehen. Wo manche sich Gedanken darüber verschwenden, das ist echt enorm mittlerweile. Ja, aber bevor ich jetzt wieder da in die Tiefe gehe und wieder irgendwelche Dislikes da kommen, weil das wieder irgendwie irrelevant ist, was ich da erzähle. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich den halben Tag noch umkriege und dann haben wir Wochenend. Und gucken, was Marlies gleich noch zu erzählen hat. Vielleicht mache ich da auch noch einen kurzen Snack mit ihr. Ansonsten hören wir uns. Bis dann. So, und jetzt sind wir beim abendlichen Kochen. Hallo, ihr Lieben. Jetzt kommen wir noch ein bisschen mit Marlies snacken. Ja, ich habe hier zwar, wenn der Ralf mal rüber schwenkt, guck mal da. Und zwar war das im Fundus bei mir auf der Arbeit. Da haben wir die eine Abteilung, das ist der Bereich Oga. Und ja, da sind jede Menge Bücher im Fundus, Kochbücher und auch so für, sag mal schnell, für den Hotel- und Gastrobereich, also wie man Tische eindeckt und so weiter. Die Leute, die bei uns in den Maßnahmen sind, sollen ja auch ein bisschen was mitnehmen. So, jetzt koche ich aber heute Abend nicht griechisch. Also ich glaube nicht, Apfelpfannkuchen sind nicht griechisch, nein. Habe ich mich gerade zu entschlossen. Und ja, mein Mann war einverstanden. Ja, oh, lecker Schmecker. Ja, den Tag haben wir auch wieder geschafft, wie gesagt. Freitags ist für beide eine Stunde kürzer als sonst. Ja, morgen ist ja wieder Samstag, da ist wieder der Einkaufswahnsinn. Ja, und so geht ein Tag für wie der andere ins Land. Und ein Tag weniger bis zum Urlaub. Hoppala. Ja, ganz ehrlich, haben wir so gestern Abend auch noch drüber gesprochen. Also wir sind irgendwie beide ganz schön kaputt. Ja gut, ich meine so eine 40-Stunden-Woche und Wochenende gehe ich ja samstags auch noch arbeiten. Gut, das ist freiwillig, aber trotzdem. Und ja, dementsprechend, ich sag mal, habe ich dann so 46, 47 Stunden die Woche und oh ja, Pensum ist schon ordentlich, glaube ich. Ja, wie gesagt, Urlaubsvorbereitungen haben wir noch keine getroffen, außer so ein bisschen Gedanken, was wollen wir uns angucken. Und ich glaube, hat der Ralf aber auch schon drüber gesprochen. 10 Tage ist nicht lange. Aber wir sind beide nicht die Typen, die nur im Liegestuhl sitzen. Oder irgendwo im Café sitzen und aufs Meer gucken. Das werden wir wahrscheinlich auch machen, aber ja. Aber nicht ausschließlich. Nee. Und ja, der Plan ist so, ich sag mal, den einen oder anderen Tag mal ein Auto nehmen, also jetzt nicht durchgängig die kompletten Tage. Und ja, und dann mal gucken, was wir so uns anschauen können, was so in der, ich sag mal, im Bereich ist, der nicht in Stress ausartet. Weil da kommt man teilweise, das liest man überall, braucht man für eine Strecke schon ganz schön lange, ja, durch die Berge, ne? Ja. Oder, Schatz? Ja. Da kann man also jetzt nicht so, sag ich mal, 100 Stundenkilometer fahren. Das ist dann maximal 50, 60 oder so. Und dann brauchst du dann schon eine Zeit. Ne? Also bis auf die Südseite
mal einen Tagesausflug, das wird nicht funktionieren. Das haben wir also mittlerweile schon im Internet rausgefunden. Das funktioniert nicht. Das ist von der Zeit her zu lange. Da hat ja auch der Kollege, das hat man glaube ich schon mal erwähnt, einer der Arbeitskollegen vom Ralf Isser-Grieche. Der ist allerdings mit dem Roller gefahren. Das hat er dann nicht mehr geschafft, bis auf die andere Seite. Der ist nicht mehr zurückgekommen. Also schon, aber nicht mehr am gleichen Tag. Nee. Ja, und so. Ich sag mal, wie spät haben wir denn jetzt? 5:30? Ja. Viertel nach fangen wir an zu backen. Und dann wünschen wir euch ein angenehmes Wochenende, falls wir uns am Wochenende nicht mehr melden sollten. Oh, das weiß ich noch nicht. Mal gucken. Mal gucken, ob wir da mal noch was auf die Beine stellen. Wir wollen ja vlogmäßig irgendwie mal was machen, ne? Ja, das ist nicht so einfach. Also jeden Tag irgendwie so einen Vlog bringen, ne, das muss man auch können, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir geben uns Mühe. Ja, das ist gar nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, man denkt immer, das interessiert die Leute doch nicht. Ja, das auch, ne? Weil das ja nur ein normales Alltagsgeschehen ist, was jeder auch hat. Was ist da interessant zu gucken, ne? Sag ich mal. Schreibt das mal in die Kommentare. Ja, schreibt mal in die Kommentare, ob euch das überhaupt so interessiert, vlogmäßig, wenn wir jetzt jeden Tag etwas bringen würden. Ja, oder jeden zweiten. Oder jeden zweiten, oder sag ich mal, einen oder anderen Tag oder so. Würden es mal interessieren. Also im Urlaub definitiv werden wir uns jeden Tag melden. Ja, das ist auf jeden Fall versprochen. Aber dann haben wir euch ja auch mal zu zeigen. Ja, schon. Genau. Ja, also, in diesem Sinne, angenehmes Wochenende. Vielleicht hören wir uns noch mal. Ansonsten macht es gut. Bis dann. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.